Hey ho, hallöchen, meine lieben Zuschauer, und willkommen zur Grillsimulation Mittelalter. Okay, wir müssen Hideout, unseren Außenposten hier mit der Mine, verteidigen. Die Agathritter wollen ihre Arbeitersklaven befreien. Und der gute Garrett ist auch wieder dabei. Beziehungsweise unsere Arbeitersklaven. Wir erhalten sie. Unsere Arbeitersklaven. Dieses Banner wird nicht hochgezogen. Ah, jetzt verstehe ich diesen Sinn. Ich habe das nie gesehen vorher, dass man hier ein Banner hochziehen muss. Ist es schwer für die Mason? Ich weiß es nicht. Wir haben eigentlich eine gute Festung hier. Was hat der Bogenschütze da gerade gemacht? Vor allem sehr schön gemacht, das Lager. Achtung! So, da kommt einer hoch. Du bleibst unten. Wir werden die Mauer halten. Ich liebe Mauerverteidigung. Ich bräuchte Hilfe, Garrett, auf der Mauer. Wo bist du? Ja, ich bin da. Ich traue mich nicht, zu ihm hinzugehen. Ja, wir trauen sie aber auch nicht hochzukommen. Ja, das ist ein Abwehr. Warum können wir nicht die Leiter einfach mal runterdrehen hier? Der ist gar nicht so doof. Das ist doch... Wer ist das? Das ist ein Wizard. Sorry, Don. Ich bin's. Jetzt werde ich aggressiv. Okay, machen wir weiter. Okay. Da kommt ein Manager. Wieso werde ich getroffen? Warum? Ich weiß es nicht. Das war eine Kopie. Ein Cope war das. Okay, wir beherrschen uns. Weiter geht's. Oh, da hinten. Ich spüre den Berserker, Garrett. Da hinten sind zwei. Ich gehe. Obwohl, die haben ihn. Wir bleiben auf der rechten Seite. Wir dürfen sie ja hier nicht durchlassen. Ist das der einzige Weg in die Burg? Don? Die Mauer ist der Weg in die Burg. Achso, da kommt von hinten einer. Der ist tot. Ich gehe auf die rechte Seite wieder. Ich halte die rechte Seite. Die brauchen ja nur runterspringen und das Banner berühren. Soweit ich weiß, können sie auch hier über diesen Hügel auf der linken Seite. Ah, bei mir ist alles safe. Ja, dann bleibst du erstmal da. Ich gehe auf die andere Seite. Ruf mich, falls du Hilfe brauchst. Okay, ich schmeiße so lange ein paar Stinkbomben mal zu unser Team rüber. Hui. Na, wie duftet das, Leute? Qualm. Qualm. Oh, da kommt einer, ein fetter Ritter, kommt hier hochgestiefelt. Okay. Okay, er lebt immer noch. Ich hab einen Feind hier. Komischerweise. Boah, es ist unglaublich. Zwei Schläge ausgehalten. Du wurdest von Patty. Oh, wie hieß denn der? Der Name war so lang. Der Patty La Pera Gorda. Na, noch komplizierter kann man sich nicht nennen. Okay, wieder ins Lager. Und ich sehe Don. Aber bis jetzt sieht's gut aus. Und wir müssen das jetzt noch 10 Minuten durchhalten. In Hideout. Auf Hideout. In Hideout. Um Hideout. Na, Hideout ist ja im Grunde nur der Ort. Oder ist das auch dieses Lager, wie es sich nennt? Das wird wahrscheinlich ein verstecktes Lager sein, Hideout. Ein Außenposten, der als Versteck dient. Sowas in diese Richtung. In den Bergen. Also wir sind auf jeden Fall mitten im Gebirge, wie man so sieht. Oh, guck mal, da hinten ist ein riesiger Turm. Da hinten ist auch ein riesiger Turm, ob der zu uns gehört. Wie sieht's aus bei eurer Seite? Alles gut? Ja. Ich bleib mal hier im Mittelpunkt. Da kann ich Sie immer... Sie schleichen sich langsam ein. Die schleichen sich langsam ein. Wie Hämorrhoiden. Das kann gar nicht so schnell gucken, so schnell kriegst du das. Moment. Das war gerieft. Da läuft einer, Da läuft rechts. Okay, ist einer von uns. Oh, da kommt ein Goldhelm und der Weihnachtsmann. Und ein Bogenschütze. Ich komme, Garrett. Die kommen hier nicht hoch. Ah, wie kommt der denn daher? Yeah! Nein, diesmal machst du nicht deinen überschnellen... Ja, einfach durchgehend draufschlagen. Ich weiß, das ist deine Strategie. Du bist ein toller Kämpfer. Fuck. Ich konnte nicht weg, weil ich mal hinter mir einer stand. Oh, so viele. Ich hab's gesehen. Köpfe. Ihr habt mich gerecht. Naja. Ihr habt mich gerecht. Never seen an Archer Beyblade. Never seen an Archer Beyblade. Was ist denn ein Archer Beyblade? Redet er sich Gary Defense ist gut, wenn wir beide uns auf der linken Seite einrichten. Oh. Aber rechte Seite. Da ist einer durchgegurkt. Ich komme zur Mitte. Der muss sich erstmal durch mein Schwert erstmal warten. Das ist bahnbrechend. Wo ist denn der? Also, da ist jetzt alles ruhig. Warte mal, da ist einer hier drinne.
Das ist wirklich einer. Ja, der hat sich durchgeschmuggelt. Aber ich bleib lieber mal auf der Mauer, das ist nur einer. So, er ist tot. Das war der Ultra Kiko. So, ich bin jetzt auf der linken Seite. Ich bin jetzt bei dir, Don. So, was willst du denn, hä? Was? Da hat mir ein Loot. Ruhe in Frieden, ich warte hier, halte die Stellung. Ach man, da habe ich so schön Kill gemacht. Gut, ich habe das alles auf Video. Jetzt auch auf Video. Schade, dass die Ritter damals das nicht hatten. Die haben. Die konnten ihre Kills nicht zur Schau stellen. Nur anhand von Köpfen. Von Köpfen? Von Knochen. Die meisten haben wirklich. Naja, die Samurai haben das gemacht in Japan. Das haben, da war es wirklich eine handfeste Tradition. Die Köpfe der gefallenen Feinde aufzusammeln. Oh, da hab ich, Mann. Wow, die kommen rein, Die kommen nach. Nein, ich glaube, das wird's. Nein, Geralt. Wir sind überrannt. Die haben mich nicht mal ausreden lassen. Oh, dieser blöde Hammer. Naja, okay. He's new player. Ich bin nicht new. Ich bin schon länger dabei. Oh nein, der Prozentbalken. Oh nein. Sie sind in unser Dorf eingebunden. Das Banner wurde hochgezogen. Jetzt heißt es. Naja, die Mauer 11 Minuten, das kann gut klappen. Ja, wir haben auch noch ganz gut Zeit gespart dadurch. Jetzt müssen wir das hier verteidigen. Die Minen dürfen wir sie nicht lassen. Wie funktioniert das? Da sind die Arbeiter. Das? Ah, okay. Ah, ich verstehe. Also die Arbeiter sind jetzt in unsere Mine eingekercht und eingekercht. Und wir müssen jetzt im Grunde die zwei Spulen hier verteidigen, oder was? Genau. Okay, das sieht gar nicht so schwer aus. Ich habe die Map wirklich noch lange nicht mehr so gespielt. Ich habe nur als Agatha mal gespielt. Oder halt das Ende dieser Map. Ende dieses Tages im Mondlicht. Schon wieder Mondlicht. Ja, ja. Okay, da kommt einer. Unangenehm. Okay, er ist down. Ultra Kiko. Das hat so glatt. Oh, da ist einer. Okay, da wartet wahrscheinlich auf Verstärkung. Wir dürfen uns nicht weglocken lassen. Die können von oben. Wir sollten uns vor allem auch vor Bogenschützen in Acht nehmen. Und vor der Balliste. Ja, das stimmt. Oh, das stimmt. Cameron, du hast es erfasst, aber leider nicht mit den Händen. Ich hatte nicht viele Lebenspunkte. Er hält mir am Hals, aber das hat mich wahrscheinlich am Bein oder so. So, hey ho, hallöchen. Und leider waren es zu dritt zu viele. Naja. Okay, wir sind da. Nein, nein, sie machen es auch. Das kann doch nicht sein, ich habe zwei mit in den Tod gerissen. Nein, er hat mich schon wieder getötet, Ultra Kiko. Ist es offen? Nein, es ist nicht offen. Scheiße. Was soll das? Scheiße, wir haben ein Problem. Wir haben ein Problem, Leute. Sie dürfen das Tor nicht öffnen. Naja. Okay, Garrett. Ich bin wieder beim Tor. Ich bin wieder da. Und wir haben einen goldbehelmten schwarzen Ritter an unserer Seite. Er ist tot. Alle nicht. Und da brenne ich vor Glück. So, ja. Ihr Nebelheinis. Ich verstecke mich mal hier hinten. Das Unerwartete. Komme dann. Ich habe hier einen guten Plan. Wenn sie hier vorstürmen, werde ich einfach aus nichts kommen. Und dann. Okay, ja, das sind. Oh Gott. Was habt ihr mit ihm gemacht? Verteidigt die Spulen. Das ist gegen die Genfer Konfession, was ihr da macht. Konfession. Okay, die Genfer Konfession. Das ist eine neue religiöse Ausprägung. Na, ihr habt deinen Kopf so einheitlich gemacht, dass er hier. Ih, Börek, du bist. Nein, das ist der Börek mit seinem Schimmer. Ja, ich hab einen abgekriegt. Das erste Mal heute. Oh, die Killen zocken so schön. Was ist das? Was Askanien? Ask und. Oh, sie sind anscheinend. The gate has been open. Nein! Was ist los, Garrett? The gate has Nein, es ist nur das Tor. Der Börek ist einfach nur widerlich. Open! Oh, Alter. Ich höre nur noch.
Nur noch Zerfetzung hier. Ja, das kann ist eine Rateschlacht, aber die gibt's eben auch mal. Kann das Tor wieder geschlossen werden? Nein, kann das nicht. Wow, wo ist denn? Wo kommt man Gold hin? Verdammt, da müssen wir uns mit unserem Fleisch schützen. Wir haben noch 7 Minuten. Oh, oh, Feuer, Achtung. Feuer, Achtung. Achtung vor dem Feuer. Feuer, da brennt was, okay. Boah. Ja. Ich dachte, ich werde wieder von rechts geschlagen. Was ist das noch für ein Gemetzel? Das ist eine Schlacht, Leute. Oh. Okay, ich stehe noch. Ich werde versuchen, mit meinem Freund hier... Wie er widerlich mit seinem Hammer durchratzt einfach nur. Nein! Oh, ich hasse es! Bei mir auch gerade, mit seinem scheiß Hammer. Verdammt, ich glaube, jetzt kommt die Nein. Durch. Wie viele Minuten sind wir denn jetzt? Bei 7. Scheiße, wir verlieren. Wir kriegen nicht viele Minuten hier drauf rum, oder? Okay. Ihr Hammer-Idioten, meine Güte. Das ist einfach eine idiotische Waffe. Okay, wir haben es nicht geschafft. Marschieren rein. Die Macht der Hammer. Ah, verdammt, was war das denn? Ach, so lasst euch nicht zu Nägeln degradieren. Wir halten durch. Garrett, ich schlage voll verteidigen die Hängebrücke. Weißt du noch, wo die ist? Die Hängebrücke. Es gab 2 Wege, wa? Ah, ich sehe dich. Ah, es ist... Ach ja, stimmt, das war die Stelle hier. Okay, jetzt müssen wir dafür sorgen, dass die Arbeiter nicht gestört werden. Denn das ist ja das, was wir die ganze Zeit versuchen zu verteidigen. Das ist echt eine lange Runde, die wir gerade machen. Oh, da kommt das. Ah, fuck. Das ist Kenny. Das geschieht dir recht, das ist Kenny. Warte mal. Jetzt, wenn sie ihren Hammer auspacken... Warte mal. Was macht denn dieser Hammer hier? Der macht den gewaltigsten Schaden. Dann nehme ich den hier. Ja, wir sollten uns schon mal vor die Hängebrücke stellen. Wieso? Kommen sie durch? Nein, aber es ist einfach dämlich, da reinzurennen. Die, sie kommen. Wow! Okay. Jetzt halte ich wenigstens ein bisschen mehr aus, weil ich ein... Oh nein, sie machen hier auf! So, das war eine kleine Ausartung, tut mir leid. Don Lean. Danke, Don. Wow, der lebt noch. Okay. Moon. So. Oh, Alter. Oh. Dann wollen wir mal weiter angreifen. Oh. Nice Shot. Oh nein. Wie lange soll ich das denn noch halten hier mit meinen paar Leben? Fuck, ich lauf genau rein in seine scheiß Burak. Du wirst bald sehen, wie er mit unerhörtem Verhalten umgeht, Garrett. Na, der antwortet mit dem Schlag. Okay, wieder rein. Ins Geschehen, gefetzt des Lebens. Okay, wie viel haben wir denn noch von den Slavis? Den Geslaven? Oh nein, wir sind noch in der Mitte dran. Ich glaube, wir haben den linken Bereich verloren. Den rechten Bereich haben wir auch verloren. Oh Gott. Okay, die werden nicht geschlagen. Der greift mich an. Was machst du da dann? Hör auf damit! Er hat angefangen. Hey! Hör auf damit! Hör auf! Ich hab ihn zwar vorhin umgebracht, weil er mich angetreten hat, aber... Hör auf! Hör auf damit! Du bist so verrückt! War es dir das wert? Oh. Was ist denn? Jetzt guckt er deine Leiche. Oh, ich hab ihn zum Rage-Quit gebracht. Okay, weiter geht's, Garrett. So Rage-Quit. Er hat sie aufgelöst. Ja. Anytime. Okay, ich behalte die... Ich bin die Mauer. Die kommen hier nicht rein. So, Börek ist gefährlich. Den müssen wir uns vornehmen. Ich sag immer Borak zu dem. Komm her, Borak. So ekelhaft. Ich sagte doch, komm her. So, tot. Danke, Don. Jetzt kann ich wenigstens wieder schlafen. Keine hammermäßigen Albträume mehr. Oh, wir haben die rechte Flanke verloren. Also sie sind von der rechten Seite reingekommen.
Okay, rechts ist wieder safe. Oh nee, da. Also ich behalte die Hängebrücke im Auge, aber wie es aussieht, braucht ihr mich da hinten. Naja, ich weiß nicht. Bis jetzt, wir haben jetzt 3 Leute hier hinten. 4 Leute mit mir. Wie sieht's bei euch aus? Ich hab Börek hier. Nein. Börek. Burik. Ich sag immer Borat. Okay, warte mal. Bei mir sind nur... Ich bin alleine mit dem Bogenschützen. Ich glaube, wir brauchen einen. Wunderschön. Ich habe keine Ahnung, wovon dieser Schlag kam. Woher der kam. Was steht da? Good Smash Up. Ja, genau. Was? Da sieht man, wie er kämpft. Burak kann nichts. Burak. Achtung, wir haben einen Typen drin. Wir haben einen Typen drin. Okay, er ist tot. Was, das war Chris? Aber. So, erledigt. Jetzt gehen wir wieder auf der rechten Seite. Ihr habt links gesichert. Wenn irgendwas passieren sollte, ruf mich. Im All the Way Fan. Was? Ich verstehe dich nicht. Rede, dass man dich versteht. Es wirft natürlich wieder Schuss. Speer. Nice Shot, lieber Soldat. Lieber, wie hieß du? Heißt du Skadibur? Ja, wir brauchen Hilfe. Skadibur, das... Okay, ich komme. Auf mich. Was? Nee, das Feature. So, danke sehr. Richtig schön in die Klinge gerannt. Bin da. Oh, hier stapeln sich ja schon die Körper. Die Körper. Oh, das war Mate. Okay. Die das ist wie in einem chaotischen Straßenverkehr. Ein Polizist dazwischen, der bin ich. Hallo! Oh, fuck! Oh, da war ein Arkanien. Oh, ich wurde vom Speer getroffen. Aber ich habe die Stellung eine Zeit lang gehalten. Wir haben die echt gut gehalten. So 5 Minuten, Garrett, ja. Wir haben immer noch den inneren Haltet Schicksal. Stand und kämpft. Okay, rechts kommt einer. Rechts ist tot, okay. Links kommt einer. Links, komm her. Nein, sorry. Ripp rechter Winkel. Oh nein, Marvin. Marvin Weaver. Marvin. Ich glaube, er hat gleich rausgeholt. Den Team Damage. Wow! Nein. Puh! Das ist zu viel. Die ja, haben sich wirklich reingedrängt. Okay, es sind aber nur noch 5 Minuten. Das ist schafft. Sie müssen mit ihrer Masse überrennen einfach. Wir haben nur noch einen Punkt, den wir halten können. Fuck, ich komme ja gar nicht mehr zum Ankämpfen. Zum Ankämpfen. Nein! Der General lebt noch. Oh nein, 9 Minuten müssen wir jetzt unseren General. Und das knallt. Wer ist es denn? Es ist Usch. Der habe ich noch gar nicht gesehen. Wer ist denn das? Hab ich noch nie kämpfen sehen. Ich hätte eher auf Marvel. Oh, gedacht. Die fallen. Oder? Hey, Marvel ist ziemlich. Marvel ist schon wieder raus. Gefallen, habe ich gesagt. Ich hab Marvin aus dem Kampf rausgehauen. Ich erhole mich, Garrett. So, ich bin jetzt mal beim General. Der Teebeutel, das ist gut. Ah ja, ich konnte sie kurzzeitig aufhalten. Okay, er stellt sich gerade in die Flammen, er macht ein ganz komisches. Ich weiß auch nicht, irgendwie. Ich weiß auch nicht, der zittert irgendwie. Ich glaube, der ist nervös. Ein nervöser General, das kann ich nicht. Dieser General ist Feuer und Flamme. Okay. Okay, wir haben eine gute Stellung hier oben. Die tänzelnde Generalsflamme. So, yes, Mann. Den habe ich erledigt. Wow! Nein! Ah, Angriff! Schlag zu langsam zu! Der Plastik-Kenny, pass auf! Der hat einen Handschwert! Da hat eine Pyra auf einmal dich angegriffen. Eine Pyra! Ja. Ich wollte erst Papyrus sagen, aber es ist. Nee. Das ist japanisch, glaube ich, oder chinesisch, Pyra. Och, Mann! Oh, nein! Wir haben so schön verteidigt! Nein. Der war zu nervös, dieser General! Er hat zu lange auf der Flamme getanzt. Das war zapplig. Okay, dann würden wir, sage ich, kurz kratzen wir die Kurve. Schnell hier rein. Wir sehen uns in einer neuen Folge wieder. Auf Wiedersehen. Ciao. Macht's gut. Wir werden abtransportiert.